Jahren, als nach 9/11 der Kampf gegen Al-Qaida ausgerufen wurde, da hat der George W. Bush das den Krieg gegen den Terror genannt. Und langsam frage ich mich, ob heute nicht ein Krieg gegen den Finanzmarktterror angesagt wäre. Ich meine, man muss das ja nicht gleich Krieg nennen. Aber was wir heute klar sehen, ist, dass die Finanzmärkte die Menschen, die Bürger terrorisieren. Ja, terrorisieren. Und da muss man jetzt gar nicht alarmistisch oder gar verschwörungstheoretisch der Meinung sein, dass Finanzmarktakteure Terroristen sind. Sind sie nicht, klar, jedenfalls nicht in dem Sinn, dass da irgendwer oder auch zumindest die große Mehrzahl von denen klar umrissene Strategien hat, Bürger oder Staaten zu terrorisieren. Aber wenn wir von den unterschiedlichen Motiven der Akteure absehen und uns nur ansehen, was ist das Ergebnis, dann ist doch ganz klar, Finanzmärkte terrorisieren ganze Gesellschaften, weil sie die Bürger in Angst und Schrecken versetzen, weil sie Panik verbreiten. Und weil dann politisch interessierte Akteure versuchen, diese Angst und diesen Schrecken, in den die Bürger versetzt werden, auszunützen. Man sah das ganz deutlich bei diesen griechischen Wahlen. Denn lehnen wir uns mal ein bisschen zurück und schauen wir uns an, was da eigentlich los war bei diesen griechischen Wahlen. Da muss man als erstes mal auf Folgendes hinweisen. Die Griechen hatten eine echte Wahl zwischen klar umrissenen Alternativen. Ich meine, das ist ja immerhin mal bemerkenswert, wo sich doch die Bürger in den westlichen Demokratien doch so oft darüber beklagen, dass da gar keine echten Alternativen mehr zur Auswahl stehen. Das ist ja doch sehr oft so der Fall, ist, dass da irgendwelche gemäßigten Sozialdemokraten gegen irgendwelche gemäßigten Konservative stehen, die dann erstens mal von der politischen Programmatik kaum mehr so richtig unterscheidbar sind. Und die dann sehr oft auch noch dazu sagen, dass man in einer globalisierten Wirtschaft leider, leider doch ohnehin nicht mehr viel zu sagen hat als Politiker. Also leider, leider, es wird eh keinen großen Unterschied machen, wer da eigentlich regiert. So ist doch das Setting in den allermeisten Fällen, wenn Bürger aufgerufen werden zu wählen, und da ist dann auch ganz klar, dass sie nicht gerade besonders leidenschaftlich zur Wahl gehen. Und in Griechenland, da war das anders, weil wie auch immer man zu den einzelnen politischen Akteuren stehen mag, eines war klar, da gab es die rechten Konservativen und dann gab es die linke Syriza, und verwechselbar waren die wirklich nicht gerade. Die Griechen hatten also wirklich die Wahl. Auch wenn natürlich viele mit dieser Auswahl, mit dieser Alternative nicht so glücklich waren, das muss man schon realistisch sagen. Für viele, für die die Konservativen einfach unwählbar waren, war die Syriza wieder ein bisschen zu sehr Holzhammer links, das ist schon klar. Aber nichtsdestotrotz, es war eine wirkliche Auswahl zweier klarer Alternativen. Aber genau an diesem Punkt setzt ein Mechanismus ein, die Bürger in Panik, in Angst und Schrecken zu versetzen. Was wurde da gesagt? Wenn Syriza gewinnt, wird am Tag danach der Euro zusammenbrechen, die Börsen werden krachen, der Schlund der Finanzmärkte wird sich öffnen und uns alle, aber vor allem euch Griechen, verschlingen. Ein Erdbeben, ein Tsunami, eine Katastrophe würdet ihr auslösen, wenn ihr die Syriza wählt, ihr Griechen. In Griechenland selbst wurde das gesagt, eh klar. Aber noch mehr wurden die Griechen aus ganz Europa beschworen. Regierungschefs haben sich hingestellt und haben gesagt, die Griechen sollen nur ja nicht die Falschen wählen. Und man hat gestreut, dass sich die Börsen, die Banken, die Zentralbanken, die Regierungschefs auf das Schlimmste vorbereiten, dass sie am Wahlabend in ihren Vorstandsetagen und Zimmern sitzen werden und die Nottelefone vor sich. Es wurde ein richtiges Horrorszenario gemalt, nur um den Griechen die Botschaft zu senden: Ja, natürlich dürft ihr wählen, ja, natürlich habt ihr die Wahl, aber eigentlich habt ihr es hier auch nicht, weil wenn ihr die Falschen wählt, dann kommt der Weltuntergang. Man hat die zerstörerische Macht der Finanzmärkte dazu benutzt, die Bürger in Angst und Schrecken zu versetzen, sie einzuschüchtern. Und jetzt frage ich Sie, ist das okay? Finden Sie das okay? Ich meine, ja klar, es ist immer so, dass sich Bürger von der Angst vor Instabilität in ihrer Wahlentscheidung auch beeinflussen lassen. Und es ist immer auch schon so, schon in der Geschichte immer so gewesen, dass alteingesessene Parteien gesagt haben, wir bürgen für Stabilität und wer Angst vor Chaos hat, soll uns wählen, während aufstrebende neue Parteien die Aufgabe auch hatten, die Leute davon zu überzeugen, dass sie keine Angst haben müssen, dass ihr Aufstieg nicht Instabilität oder Turbulenzen auslösen würde. Das ist schon irgendwie ganz normal und spielte immer schon eine Rolle im Kampf um die Mehrheit. Aber dass ein ganzer Kontinent auf die Bürger eines Landes einredet, gewissermaßen, und denen sagt, wählst nur ja die, die wir wollen, das ist schon etwas qualitativ ganz Neues. Und jetzt zu etwas anderem, wenn gleich nicht vollkommen. Andere. Sind Sie eigentlich wettbewerbsfähig genug? Haben Sie heute schon an Ihrer Wettbewerbsfähigkeit gearbeitet? Wettbewerbsfähigkeit, das ist ja so ein Propaganda
Begriff. Gerade habe ich wieder von so einer neoliberalen Lobbyorganisation gelesen, die sagt, wir brauchen keine Konjunkturprogramme und auch keine Vermögensteuern und auch keine neuen europäischen Mechanismen zur Regulierung, was auch immer. Nein, wir brauchen nur Wettbewerbsfähigkeit. Das ist das Wichtigste. Wettbewerbsfähigkeit. Und Wettbewerbsfähigkeit, das ist ja so ein eigentümlicher Begriff. Der wurde ja zu einem regelrechten Mantra erhoben. Ein ganzes Menschenbild wird mit dem auch verbreitet, dass Menschen immer und primär in Konkurrenz zu anderen Menschen stehen und nicht nur Unternehmen konkurrieren, sondern ganze Gesellschaften im scharfen Wettbewerb zueinander stehen. Und dass sich alles nur um Konkurrenz dreht und nichts um Kooperation. Und in diesem Sinn ist der Begriff natürlich total ideologisch und hat mit der Wirklichkeit überhaupt nichts zu tun, weil sich natürlich in Wirklichkeit nur ein kleiner Teil unseres Tuns um Wettbewerb dreht und eigentlich viel mehr um Kooperation. Andererseits als ökonomischer Begriff hat er natürlich seine Berechtigung. Wenn in den einen Gesellschaften die Produktivität steigt und in den anderen nicht, aber dafür die Löhne sehr wohl, dann wird erstere Gesellschaft natürlich wettbewerbsfähiger sein. Aber selbst auf diesem engen ökonomischen Feld ist der Begriff irreführend, weil er ja so tut, als könnte man durch die Steigerung der Wettbewerbsfähigkeit sich langfristige Vorteile gegenüber anderen verschaffen. Und das ist so einfach nicht wahr. Denn nehmen wir mal an, eine Gesellschaft ist wettbewerbsfähiger als die andere, dann wird sie bessere und billigere Güter produzieren als die andere. Dann wird diese wettbewerbsfähigere Gesellschaft viele Güter in diese andere Gesellschaft exportieren und die andere viel weniger Güter. Dann hat diese eine Gesellschaft, diese eine Volkswirtschaft sehr viele Einnahmen und die andere hat sehr viel weniger Einnahmen. Die wettbewerbsfähigere Gesellschaft will aber weiter ihre Güter in die weniger wettbewerbsfähige Gesellschaft exportieren. Aber wie kann das dann gehen? Ganz einfach, sie leiht von diesen Einnahmen Geld an die schwächere Wirtschaft und die kauft dann weiter halt auf Pump bei ihr ein. Nur wird sie diese Schulden nie zurückzahlen können, wenn diese andere Gesellschaft langfristige, ewige Wettbewerbsvorteile gegenüber ihr hat. Also, langfristige Wettbewerbsvorteile sind kein Vorteil, weil dann der Schuldner irgendwann mal bankrott geht und der Gläubiger sein Geld nicht mehr sieht. Also hat der mit den Wettbewerbsvorteilen ein Interesse daran, dass sich das irgendwann mal irgendwie wieder ausgleicht und er kann eben kein Interesse daran haben, langfristig der Champion der Wettbewerbsfähigkeit zu bleiben. Und ich gebe zu, dass das wie manches in der Wirtschaft instinktiv mal schwer zu begreifen ist, aber wenn man es durchdenkt, ist es dann doch ziemlich logisch. Volkswirtschaften sind nicht primär Konkurrenten, sondern Handelspartner. Und deswegen ist es eben so eine leere Propagandaformel, wenn die Wettbewerbsfähigkeit nur so beschworen wird, so als sinnfreier Slogan. Und deswegen lehne ich mich jetzt zurück und arbeite ein bisschen am Verlust meiner Wettbewerbsvorteile.